Er ist weg! Er ist endlich weg! Ich bin gerade sowas von glücklich! Vielleicht werde ich euch alle auch gar nicht mehr abschlachten! Wirklich? Oh nein, ihr seid alle sowas von am Arsch! Oh. Son Gohan? Krillin? Ich werde mich alleine um Vegeta kümmern. Ihr beide müsst zusehen, dass ihr hier so schnell wie möglich weg... Wo ist Krillin hin? Son Gohan, folge Krillin. Geh nach Hause zu deiner Mutter. Okay, Papa. Soll ich hier irgendetwas ausrichten? Ja, Son Gohan. Sag ihr... Sie soll Essen machen. Denn ich habe Hunger. In Ordnung, ich hoffe für dich, du bist bereit. Darauf kannst du wetten. Aber zuerst, vielleicht sollten wir den Kampf irgendwo anders austragen. Warum nicht hier? Ich weiß nicht. Irgendwie fühlt sich das hier nicht so richtig an. Nun, es ist ein wenig dreckig hier. Währenddessen auf Meister Kaios Planeten. Also, der Kampf fängt gleich an. Der Showdown zwischen dem Elite-Saiyajin und dem niederen Krieger, der von mir trainiert wurde. Nehme alle Wetten an, Jungs, nehme alle Wetten an! Arr, ich wette 50 Golddublonen auf den kurzen! Sir, ist es wirklich angemessen? Wenn Son Goku verliert, könnte die gesamte Erde vernichtet werden! Du sagtest gerade? Ne, 1000 Zenny auf Son Goku. Hey, kann ich hier auch noch einsteigen? Warte mal, weißt du nicht schon, wie der Kampf ausgeht? Nein. Dann wollen wir mal. Ah ja, ein perfekter Ort für deine Grabstätte. Hör zu, wir müssen das nicht tun, weißt du? Wenn du jetzt verschwindest und versprichst, nie mehr wiederzukommen, dann lasse ich dich gehen. Und dann können wir endlich dieses sinnlose Blutvergießen beenden. So ein Schwachsinn! Wo ist dein Saiyajin-Stolz, Kakarott? Wir sind stolze Krieger, geboren, um zu kämpfen und zu erobern. Dieser Planet hat dich weich gemacht. Bist du dir da ganz sicher? Selbst wenn es dir nur ein bisschen leid tun würde. Nein, es tut mir nicht leid. Bist du ganz sicher, dass du... Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich werde dich und diesen Planeten mit meinen eigenen Händen Kaioken. Kaioken? Okay, nicht schlecht. Aber immer noch nichts im Vergleich zu mir. Jetzt werde Zeuge der Kraft eines Elite-Saiyajins! Elite? Was bedeutet das? Es heißt, dass ich von der oberen Klasse bin. Eine bessere Rasse. Die höchste Kriegerklasse. Okay, stell dir vor, du bist Trockenfleisch, während ich ein Fleischfilet bin. Das trifft sich gut. Ich mag beides. Ich werde jetzt anfangen, dich zu schlagen. Ich weiß nicht, wann ich aufhöre. Hoffentlich vor dem Abendessen, denn ich hab's von Gohan gesagt, er soll Chi-Chi sagen, dass... Ha! Was ist los, Kakarott? Kannst du nicht mithalten? Ich hab es dir gesagt, Kakarott. Du kannst dich niemals mit einer Elite wie mir messen. Du kämpfst hier einen bereits verlorenen Kampf. Du gibst am besten diesen lächerlichen Planeten jetzt auf und... Dreifache Kaioken! Mein Banner! Das beweist gar nichts. Ist alles okay da drin? Ja, mir geht's fun-fucking-tastisch. Hier gibt's nichts außer Gummibonbons und Eiscreme. Oh, wirklich? Kann ich auch reinkommen? Ich bin von Idioten umgeben. Ich dachte, du bist umgeben von Gummibonbons und Eiscreme. Ja! Das lasse ich nicht zu! Ich lasse mich nicht von niederem Abschaum demütigen! Oh, klingt, als hätte da jemand Kopfschmerzen von zu viel Eiscreme. Jetzt reicht's! Alle sterben! Sag deinem Planeten auf Wiedersehen, Kakarott! Das ist aber nicht sehr nett. Natürlich nicht! Ich bin böse, verfickt nochmal! Gerlingan! Oh, hat der was von Knoblauch gesagt? Oh Mann! Ja.
Kakarott! Du hast keine Chance! Ich habe all meine Kraft in diesen Angriff gesteckt! Verschwinde mit dem Rest deiner erbärmlichen Welt! Vierfache! Nein! Kaio! Nein, nein! Okay. Nein, 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 nein! Ah! Währenddessen zurück auf der Ranch. Wisst ihr noch, als wir noch was gemacht haben? Ihr wisst schon, wir waren bei ihnen und haben geholfen. Oh, ja, da war noch ja, was. Daran erinnere ich mich noch. Und erinnert ihr euch noch an die Red Ribbon Armee? Natürlich, klar. Und was ist mit Oberteufel Piccolo? Oh ja, gute alte Zeiten. Was ist eigentlich mit Lunch passiert? Wer? Währenddessen zurück beim Plot. Verdammter Hurensohn! Das kann nicht wahr sein! Ich bin der Prinz! Ich sollte schon von vornherein der Beste sein! Ich zeige es diesem kleinen Bastard! Ich werde zum mächtigen Osaru und stampfe ihn in den... Wo ist der Mond? Wo ist der verdammte Mond? Sehr clever, Kakarott! Ich habe dich für einen Narren gehalten, aber es scheint, als wärst du viel gerissener, als du vorgibst. Aber den Mond zu zerstören wird mich nicht aufhalten. Wir haben es gelernt, künstliche Monde zu erschaffen, die uns mit dem nötigen Blut... Frage! Was? Sind die aus Käse gemacht? Ich werde dies mehr genießen, als ich sollte. Jetzt sieh zu, Kakarott, während dein Leben belanglos wird. Bei der Enthüllung meiner gigantischen Affen... Form. Oh mein Gott, ich dachte, er zeigt uns jetzt seinen Penis. Er wird riesig. Das heißt, er wird nur stärker. Das heißt auch, er ist nicht mehr so schnell. Oh mein Gott, er ist zu schnell. Er ist zu stark. Ich muss mir einen Plan ausdenken. Warte, ich weiß. Ich muss einfach nur wie ein Affe denken. Hey, es funktioniert! Nein, das sind nur Bananas! Runter von meinem Rücken, Bananas! Son Goku, hör zu! Die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen, ist, wenn du die ganze Dame einsetzt! Bin dran! Und was auch immer du machst, stell sicher, dass du sehr gut versteckt bist! Es wird sehr lange dauern, diese ganze Energie zu sammeln! Tut uns leid, die Verbindung zu Ihrem Anruf wurde unterbrochen. Bitte legen Sie auf und versuchen Sie es später erneut. Dragon Ball Z Abridged, Folge 10, Part 1 von insgesamt 3. Danke an alle Sprecher, die wieder mit dabei waren und nochmals Entschuldigung, dass wir euch haben ein Jahr warten lassen. Ein verkacktes Jahr, aber jetzt kriegt ihr es voll ins Gesicht. Also, bis zur nächsten Folge und abonniert meinen Cast hier rechts bitte. Dankeschön. White out.